Familien mit Kindern zwischen 6 und 14,9 Jahren dürfen sich heuer erstmals über eine Pyhrn-Priel-Saisoncard freuen. Mit der Karte können etliche Freizeitaktivitäten in dieser Urlaubsregion zum Nulltarif in Anspruch genommen werden, wenn zumindest ein Elternteil zahlt. Bergerlebnisse mit der Seilbahn gehören genauso dazu wie Kulturbesuche oder Badespaß. Familienangebote sind im Land Oberösterreich besonders wichtig. Oberösterreich tut sehr viel für die Familien. Wir haben uns vorgenommen, das familienfreundlichste Land der Welt zu werden. Und mit dieser Kooperation mit der Pyhrn-Priel-Region erweitern wir das Angebot für die Familien, kann man mit der Familienkarte einfach noch mehr anfangen. Und das ist eine gute Sache. Bei uns machen bei dieser Aktion Familienkarte oder Pyhrn-Priel-Karte ca. 60 Betriebe mit. Ja. Und Ziel ist eben, jungen Menschen schon diese Region schmackhaft zu machen, um sie auch als Erwachsene dann als Urlaubsgäste begrüßen zu dürfen. Ja, man ist natürlich glücklich darüber, dass man dem Oberösterreicher, der sehr, sehr gerne Ausflüge macht und insbesondere auch sehr viele Ausflüge in die Region Pyhrn-Priel macht, dass er nunmehr mit der Pyhrn-Priel-Card einen zusätzlichen Vorteil hat und vor allen Dingen das Angebot für Familien extrem erweitert worden ist. Die bestehende Oberösterreich-Familienkarte ist übrigens ein Erfolgsmodell in der Familienpolitik. Sie wird bereits von 160.000 Familien in unterschiedlichsten Freizeitbereichen in Anspruch genommen. Besuche in den Landesmuseen sind genauso im Programm wie Familienfeste, Familienpicknicks und vieles mehr. Familienpicknicks wird es auch heuer voraussichtlich an 3 Terminen ab Mitte Juli geben.